Freitagabend in der Zoom-Erlebniswelt, man hört es plätschern. Wir sind hier in der Tropenhalle und es wird gekocht. Heute unser erster Termin vom Revier für Genießer. Gabi Luchtburg ist bei mir, unsere erste Gewinnerin. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Dankeschön, hallo. Sie sehen es, wir haben schon uns umgezogen, sind schon hier im perfekten Kochoutfit, haben extra auch unsere Schürzen hier mitgebracht und eine Kochmütze. Haben auch schon gelernt, dass die Profiköche immer Papiermützen nehmen, also die gleichen, die wir jetzt auch haben. Wir sind unglaublich professionell vorbereitet. Und was gibt's heute? Heute gibt es einen Steckrüben-Eintopf. Was ist das Besondere an Ihrem Steckrüben-Eintopf, dass das für Sie so ein ganz typisches Heimatgericht ist? Das Besondere ist für uns einfach, dass er schnell geht und dass ihn alle gerne essen. Wir dürfen ihn ja gleich probieren. Ich bin sehr gespannt, ob ich das unterschreiben kann, aber ich habe ein gutes Gefühl. Ein bisschen aufgeregt. Es ist ja schon so ein anderes Setting als zu Hause in der Küche. Ja klar, zu Hause guckt mir keiner so auf die Finger wie jetzt hier. Da mache ich mein Ding und hier werde ich von allen Seiten beobachtet. Was machen Sie überhaupt nicht gerne an diesem Rezept? Gibt es irgendeinen Arbeitsschritt, den Sie immer so ein bisschen verteufeln? Nachher diese Steckrübe in Stücke schneiden, weil die ziemlich hart ist und das ist doch recht schwierig. Man braucht ein bisschen Kraft dazu. Gut, ich würde sagen, dann machen wir das einmal mit Herrn Lennart Hemme. Der kann ja dann die... Die harte Arbeit machen. Die harte Arbeit für Sie. So, wir haben jetzt so ein bisschen Suppenkoma langsam, aber es wird im Hintergrund noch die Zabajone geschlagen. Das heißt, wir dürfen noch nicht uns ganz zur Ruhe setzen. Der Magen muss noch ein bisschen. Wir freuen uns schon drauf, aber es war sehr lecker. Schmeckt das bei Ihnen zu Hause genauso oder war das jetzt anders? Nein, es schmeckt doch tatsächlich genauso. Ich habe es ja auch am Ende noch abgeschmeckt und habe es, denke ich, so hingekriegt, wie es auch zu Hause immer schmeckt.